Herzlich willkommen, schönen guten Abend zum Damen-Doppelfinale hier bei den Hamburger Landesmeisterschaften 2013. Also, es wird der Meister, die Meisterinnen in diesem Jahr gesucht. Und zwei Teams haben sich hier in das Finale an diesem heutigen Samstag, dem 19. Oktober, hier im Kicks ins Finale gekämpft. Und das ist auf der linken Seite dieser schon am Tisch stehen, an den grünen Figuren. Alina Schadwinkel im Tor mit Maria Pader im Sturm. Und dann dort gleich auf der rechten Seite Alice Winicky, da kommt sie ins Bild mit Judith Klawe, die dann dort heute hinten spielt an den schwarzen Figuren. Und wir gucken eben nochmal schnell, wie diese beiden Teams sich hier ins Finale gekämpft haben. Also wie gesagt, das sind 10 Damendoppel am Start gewesen, haben 4 Vorrunden gespielt und leider könnt ihr diesen Doppel-K.O.-Baum wahrscheinlich nicht so gut sehen. Auf jeden Fall sieht man hier das Winner-Bracket, das Doppel-K.O.s. Und wenn wir das jetzt mal hier verfolgen, also Schadwinkel, Pader haben sich da ohne Niederlage durchgekämpft gegen Jalda Rocklage im Viertelfinale und im Halbfinale dann gegen Kölzow-Schneider. Und dann im Einzug ins Finale gegen Nina Rute und Maura Pormann, die dann Dritte geworden sind. Also toller Erfolg für diese beiden jungen neuen Spielerinnen. Und dann Alice Winicky und Judith Klawe, die haben sich dann eben auf der Verliererseite gegen diese beiden durchgesetzt, gegen Maura Pormann und Nina Rute. Sind dann auf dem Weg gegen Katrin Klaus und Steffi Neske rausgeflogen, die dann wiederum gegen Nina und Maura verloren haben. Also, dichtes Feld hier bei den Hamburger Landesmeisterschaften. Zwar nicht so viele Teams da, da gibt es noch ein paar andere Damen, sehr gute Damen hier in Hamburg. Und wir warten noch hier, bis dann alle Spielerinnen fertig sind und hier loslegen können. Wie gesagt, es werden 3 Gewinnsätze gespielt, wobei Maria Pader und Alina Schadwinkel aus der Gewinnerrunde kommen und so einen Satz weniger brauchen. Beziehungsweise Alice und Judith brauchen einen Satz mehr. Also sie bräuchten 4 Sätze, um den Titel Landesmeister 2013 sich zu holen. So, bei den Herren ist das auch relativ überschaubar geworden. Auch hier wurde eine kurze Vorrunde gespielt und dann ein Doppel-K.O. Und 33 Doppel gingen an den Start und jetzt sind wir da in der Verliererrunde auf 7 und auf 5, soll heißen, das ist dann sozusagen Halbfinale in der Verliererrunde und da sind 2 Matches am Laufen. Einmal Myung Bai und Björn Krutzki gegen Robbie Mariam und Manuel Theile an Tisch 2. Und dann Rico Tutier, der mit Clemens Naumann spielt, gegen ein Gacetto-Doppel, Thomas Bayerlein und Pablo Kisse. Aber jetzt geht's hier los mit dem Finale.